Thema nochmal für alle Bedienungshilfen und mehr auf dem iPad. Mein Name ist Nils Leon. Ich sitze im Norden von Deutschland, kann man sagen, und zwar genau in der Mitte zwischen Bremen und Oldenburg. Ich arbeite bei der Kartenkampfschule der Lebenshilfe in Ganderkesee. Wie gesagt, ein kleines Örtchen mitten zwischen Bremen und Oldenburg. Dort erfüllen Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ihre Schulpflicht. Das ja, ist mein Einsatzgebiet. Ich bin aber auch viel im Bereich Inklusion unterwegs. Wir kooperieren seit vielen Jahren mit unserer hiesigen Grundschule und unseren Förderschülern im Förderschwerpunkt. Und dort habe ich angefangen, vor vielen Jahren, kann man jetzt tatsächlich schon sagen, das iPad einzusetzen. Gerade für die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf sind die sogenannten Bedienungshilfen auf dem iPad eine große Chance, um mehr Teilhabe zu ermöglichen. Was sind die Bedienungshilfen und was machen wir heute? Die Bedienungshilfen selber sind die eingebauten, die systemeigenen Bedienungshilfen für Endgeräte. Bei dem iPad ist es so, dass wir bestimmte Bereiche, Wahrnehmungsbereiche damit unterstützen können, also solche Schlagwörter wie Text zu Sprache und Sprache zu Text, Vorlesefunktion und solche Geschichten sind alles Sachen, die in Endgeräten verbaut sind, die wir uns heute etwas genauer anschauen werden. Ich werde gleich direkt auf mein iPad schalten und wir werden das dann in so einer Art Live-Demo dann durchlaufen, wo ich ja erstmal ein kleines Unterrichtsbeispiel zeige und dann bestimmte einzelne Funktionen nochmal aufdrösel, die wir uns dann näher anschauen können, so dass es heute so sein soll, dass man einen guten Überblick über die Bedienungshilfen bekommt. Ich würde nicht empfehlen, eigentlich empfehle ich das immer, es ist in Online-Sessions ein bisschen schwierig, mitzuklicken. Ein paar Funktionen sind dann doch etwas tricky, wo man vielleicht nicht so einfach wieder rauskommt. Also das heißt, die Session wird auch aufgezeichnet, die kann man sich dann danach in Ruhe nochmal ansehen und dann nimmt man sich sein iPad daneben und kann dann vielleicht ein bisschen mitklicken. Also jetzt ist es eher ausgerichtet auf eine Demo-Veranstaltung, wo man viele Dinge einfach sehen kann. Ja, so viel vielleicht. Ich schalte schon mal auf mein iPad. Jetzt sollten alle meinen Bildschirm sehen. Ich sehe ihn auf jeden Fall. Die Bedienungshilfen. Vielleicht ist der ein oder andere schon mal drauf gestoßen, wenn er ein Apple-Gerät eingerichtet hat, also ein iPad oder iPhone, und lässt das Gerät etwas länger liegen bei der Einrichtung, weil man vielleicht noch was anderes zu tun hat, dann kann es gut sein, dass das Gerät auf einmal anfängt, mit Ihnen oder mit euch zu sprechen. Und das ist dann quasi schon die erste eingebaute Bedienungshilfe, weil das Endgerät davon ausgeht, dass Sie das vielleicht nicht lesen können, was auf dem Display steht. Also das ist so, dass das Gerät dann das auditiv unterstützt und dann die Sprachausgabe benutzt. Das ist eine Bedienungshilfe, die natürlich total sinnvoll sein kann, auch für blinde Menschen. Also die Voice-Over-Funktion, das ist so somit die erste Funktion, der ich in Berührung gekommen bin. Das heißt, das iPad kann von stark sehbeeinträchtigten Menschen oder blinden Menschen auch genauso genutzt werden. Ja, wie von sehenden Menschen auch. Dort funktioniert dann halt viel einfach über Sprachsteuerung und Feldersteuerung. Ja, die Bedienungshilfen. Eine Bedienungshilfe sehen wir hier schon, den Assistive Touch. Kennen Sie vielleicht, der kommt später nochmal zum Tragen, wo Sie diesen genau finden. Den nutze ich jetzt quasi als digitalen Zeigestock, weil Sie dort das, was ich erkläre, mitverfolgen können. Und eigentlich ist es aber eine eingebaute Bedienungshilfe, was viele nicht wissen. Die Bedienungshilfen allgemein befinden sich in den Einstellungen. Und dort hier auf der linken Seite, seit einigen Betriebssystem-Updates auch endlich im Vordergrund, sonst waren sie in den allgemeinen Einstellungen verbaut. Hier finden Sie die Bedienungshilfen mit diesem kleinen Männchen. Wenn hier draufklickt, sieht man schon, für alle, die jetzt klassischerweise auch aus dem Förderbereich kommen, ist es unterteilt in Wahrnehmungsbereiche, hier in Sehen, physisch und motorisch, Hören und Allgemein. Das sind so die Oberbegriffe, durch die wir jetzt so ein bisschen durchgehen. Wir starten gleich mit so einem praktischen Beispiel und danach werde ich einzelne Funktionen nochmal genau vorstellen, wo man sich findet, die in dem Beispiel vorkommen. Und dann schauen wir uns noch einige Funktionen an,
die Sie im Unterricht dann nutzen oder einsetzen können. So, ein bisschen sortieren hier auf dem Schreibtisch. Mal ganz klassischerweise ein Blatt Papier mitgebracht, was jetzt eine Ausgangssituation sein könnte, ja, in Ihrem Unterricht. Das heißt, Sie haben eine heterogene Klasse und teilen klassischerweise ein Arbeitsblatt aus. Und da könnte schon die erste Barriere quasi Ihnen begegnen, weil das Arbeitsblatt muss ja jetzt erstmal von jedem gelesen werden können. Wer dort vielleicht etwas Unterstützung benötigt, der kann jetzt quasi das iPad auch zur Hand nehmen, an dem iPad auch automatisch eine Texterkennung eingebaut ist in der Kamera. Die habe ich aktiviert. Wie das geht, zeige ich dann nochmal später. Also ich öffne jetzt quasi meine normale Kamera auf dem iPad und muss mal eben die Kabel hier beiseite packen. Jetzt kann man das ganz gut sehen, hoffentlich. Genau da oben ist jetzt ein Symbol dazugekommen. Das heißt, wenn die Kamera automatisch Text erkennt, erscheint hier oben das Texterkennungssymbol. Ich gehe nochmal so ein bisschen zur Seite. Jetzt ist es verschwunden und jetzt kommt wieder Text. Genau. Und jetzt sollte automatisch der Text erkannt werden. Ich tippe hier drauf und es ist auch fast gelungen. So wird der Textausschnitt jetzt gezeigt und ich kann jetzt entsprechend hier markieren und so ist es dann auch möglich, wenn ich Unterstützung benötige. Bei dem Text habe ich das angegeben und ich kann hier oben, ups, das habe ich selber wieder weggemacht, kleinen Moment. So, nochmal wieder hervorgeholt. Einmal markieren, einmal drauf tippen und oben erscheint jetzt der Reiter Sprechen. Wenn ich dort drauf tippe, wird mir der Text vorgelesen. Der Winter ist eine der vier Jahreszeiten. Im Winter sind die Tage kurz und die Strahlen der Sonne fallen nur schräg auf die Erde. Darum ist es im Winter kalt. Oft sinken die Temperaturen sogar unter 0 Grad Celsius. Aufgabe: Nenne die Wintermonate. Genau, so ist der ganze Text quasi vorgelesen worden durch die Live-Text-Version in dem iPad. Also das heißt, wo Sie sonst vielleicht jetzt schon differenziert haben, ist es bei so einem Arbeitsblatt nicht unbedingt nötig, weil man das über die Kamera einfach abfotografieren kann und der oder die Schülerin kann das dann sich vorlesen lassen. Jetzt haben Sie vielleicht gesehen, ich habe das hier auch nochmal vorbereitet in der Pages-App, die kommt gleich nochmal zum Tragen. Hier steht die Aufgabe auch nochmal digital. Also das heißt, wer das im Arbeitsblatt per Kamera erkannt hat, kann das machen. Und hier kann es natürlich auch digital aufbereitet werden in der Pages-App. Wir haben jetzt eine Aufgabe, nenne die Wintermonate. Wenn ich die also nicht weiß, dann Chat lese ich schon, ukrainisch gibt es auch. Kommt gleich. Bisschen Geduld noch. Wenn man jetzt die Aufgabe erfüllen möchte, quasi nenne die Wintermonate, habe ich jetzt hier den Safari-Browser geöffnet, also mit der ich ins Internet gehen kann. Und dann öffnet sich hier jetzt die Lexikon, das Kinderlexikon von Wikipedia, die Seite, womit ich jetzt quasi recherchieren kann. Hier oben in die Zeile tippe ich jetzt rein, weil ich ja jetzt über den Winter etwas suche. Das kann ich jetzt klassischerweise mit der Bildschirmtastatur erledigen. Also das heißt, wenn ich schreiben kann, kann ich jetzt einfach über die Bildschirmtastatur das Wort Winter eingeben. Bei den Bedienungshilfen ist aber auch die Spracheingabe, die Diktierfunktion abgebildet. Das heißt, ich kann jetzt hier auf das Mikrofon tippen, das eingeben und dann erscheint hier oben der Begriff Winter. Also entweder schreiben über Tastatur oder per Spracheingabe eingeben und dann auf Suche tippen. Dann wird der Text hier abgebildet. Bei der Klexikon-Seite ist es jetzt so, dass das ganz gut funktioniert, weil hier auch keine Werbung eingebaut ist und ja keine anderen Einblendungen zum Tragen kommen. Hier oben, wer das nicht kennt, für den ist diese Information vielleicht noch sehr hilfreich, gibt es die eingebaute Reader-Funktion. Wenn ich hier drauf tippe, kann ich den Reader nutzen und dann wird zum Beispiel jetzt dieser Artikel
recht barrierearm aufbereitet. Hier sieht man das so schön im Blocksatz aufbereitet, also sehr reizarm, aufs Nötigste reduziert. Wenn man Werbeseiten aufruft, Quatsch, keine Werbeseiten, wenn man normale Internetseiten aufruft, die mit Werbung finanziert sind, kann man durch den Reader das umgehen, dass es genauso aufbereitet wird und man sich das so einblenden lassen kann. Was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt den Text durchlesen, natürlich ganz normal. Für die Schülerinnen und Schüler, die Unterstützung benötigen, kann ich mir das aber jetzt auch vorlesen lassen. Und das ist quasi auch in den Bedienungshilfen verbaut. Ich kann jetzt hier meinen Text entsprechend markieren und dann erscheint hier oben, genauso wie wir das eben gesehen haben, beim Live-Text-Scannen geht das natürlich auch auf Internetseiten, hier oben auf Sprechen tippe. Es kommt zu Frost. Das Wasser in Seen und Bächen gefriert zu Eis. Statt Regen fällt oft Schnee. Viele Tiere halten Winterschlaf oder sind in der Winterstarre. Manche Vogelarten fliegen in wärmere Gebiete, um dort zu überwintern. Genau, da gab es jetzt noch keine Aussage über die Wintermonate. Das war ja unsere Aufgabe. Jetzt gehe ich mal ein bisschen runter und finde hier zwei Aussagen zum Winter. Also die Wetterforscher sprechen von Wintermonaten Dezember, Januar und Februar. Und das wäre jetzt ja quasi unsere Aufgabe, die wir rausfinden sollten und können die jetzt quasi beantworten. Also wieder zurück zu unserer Ausgangslage. Wir haben hier das Arbeitsblatt. Das kann natürlich Schüler XY jetzt ganz normal mit dem Stift ausfüllen und reinschreiben, aha, die Wintermonate sind Dezember, Januar und Februar. Und jemand, der das dann digital machen möchte, der geht jetzt in die Pages-App, die ich vorhin schon gezeigt habe. Das ist quasi dann die Textverarbeitungs-App und kann das dort auch hier erledigen. Und das wieder genauso mit mehreren Möglichkeiten. Also das heißt, ich tippe wieder und wieder öffnet sich die Bildschirmtastatur, was ich jetzt aber auch machen kann. Also das heißt, ich kann jetzt ganz normal schreiben mit der Bildschirmtastatur. Und dann müssen wir erst mit Dezember anfangen. Was ich aber natürlich auch machen kann, ist, dass ich hier wieder die Diktierfunktion nutze. Also das heißt, die Spracheingabe nutze, um den Text einzugeben. Wintermonate sind Dezember, Januar und Februar. Ha, da haben wir jetzt tatsächlich mal gesehen, passiert selten. Vergessen auszumachen. Genau, die Wintermonate wurden jetzt auseinandergeschrieben als zwei Nomen. Die Wintermonate sind Dezember, Januar und Februar. So, sieht schon anders aus. Also die Spracherkennung funktioniert auch hier ganz normal, so wie eben auch schon gesehen. Genau. Jo. Die Audioaufnahme kann ich noch zeigen. Das ist nämlich auch was, was wir öfter nutzen in Pages und auch in anderen Apps, so wie Book Creator und Co. Es ist auch möglich, einmal die Diktierfunktion zu nutzen. Gleichzeitig kann man aber auch die Audiofunktion nutzen, um Audio direkt aufzunehmen. Ich habe jetzt hier oben auf die Medientaste geklickt und dort öffnen sich jetzt Elemente, die hinzugefügt werden können. Und hier steht jetzt auch Audio aufnehmen. Und das heißt, ich nutze jetzt die Funktion Audio aufzunehmen. Also das wird nicht in Text ausgegeben, sondern es wird einfach so aufgenommen und ich kann mir die Audioaufnahme danach anhören. Die Wintermonate sind Dezember, Januar und Februar. Hier oben jetzt auf Einfügen tippen und dann erscheint hier so ein kleines Audiosymbol und dort die Wintermonate sind Dezember, Januar und Februar. Kann ich das quasi als Audio hinterlegen. Und so ist es auch jemanden möglich, der keine Texteingabe über Schrift hinzufügen kann, dass er das entweder mit der Diktierfunktion nutzt, also Sprache zu Text, mit der Fehlerquelle, wie man hier oben jetzt in diesem Beispiel ja gesehen hat,
Hier habe ich es ja nochmal wiederholt. Das war nämlich, glaube ich, nebenbei eine Frage im Chat, dass man sowas dann damit natürlich immer nochmal überprüfen muss oder sollte, wie das wiedergegeben wird. Sowas kann ich dann mit einer direkten Audioaufgabe natürlich dann etwas eingrenzen. Ja, das als kleines Beispiel. Hier sind nämlich jetzt schon allerhand Funktionen gezeigt worden, die zu den Bedienungshilfen im iPad gehören. Die stelle ich jetzt mal einmal vor, wo man sie quasi auf dem iPad findet. Genau, da war, glaube ich, auch die Frage, wo die Einstellung ist und wird in Schrift umgewandelt. Das zeige ich quasi jetzt. Also, als erstes müssen ein paar Funktionen grundsätzlich aktiviert sein. Das findet sich hier in den Einstellungen. Und jetzt noch nicht in den Bedienungshilfen, weil zwei Funktionen, die wir jetzt gerade gesehen haben, sind in den Allgemeineinstellungen verbaut. Also das heißt, wir sind hier in Allgemein und in dem Bereich, was wir zuerst gemacht haben, ist, dass wir die Live-Texterkennung eingeschaltet haben. Das findet sich unter Sprache und Region und hier muss die Option Live-Text aktiviert werden. Das ist dann die Möglichkeit, dass oder die Funktion, dass wir dieses Arbeitsblatt haben und dass der Live-Text dort erkannt wird. Das zeige ich jetzt nochmal. Eben kam nämlich auch die Frage nochmal zur Übersetzung. So, das hatten wir am Anfang gemacht. Jetzt erscheint hier oben das Live-Text-Symbol. Jetzt wird der Text quasi wieder erkannt. Und was haben wir gemacht? Wir haben vorhin oben auf Sprechen geklickt und man sieht jetzt schon, hier gibt es auch die Möglichkeit, Text zu übersetzen. Es gibt bestimmte, jetzt habe ich den Text nicht markiert, Moment. So, kann den Text eben einmal markieren. Vorhin haben wir Sprechen eingegeben, jetzt kann zum Beispiel hier auch Übersetzen eingegeben werden. Ich habe es jetzt hier einmal auf Italienisch gestellt und das heißt, wenn ich jetzt das mir übersetzen lassen möchte, kann ich auch hier drauf tippen. L'inverno è una delle quattro stagioni. In inverno le giornate sono brevi e i raggi del sole. Auf Pause, hier kann man es dann auf Italienisch übersetzen und man kann auch hier entsprechend die Sprache ändern. In den iPads sind viele verschiedene Sprachen schon eingebaut, die man nutzen kann. Und wenn man der noch andere Sprachen benötigt, die jetzt hier nicht abgebildet werden, dann kann man das über Drittanbieter-Apps machen, dass man den Text quasi jetzt auch kopieren kann in andere Apps. Also Ukrainisch ist gerade nicht verfügbar, Russisch aber schon, sodass man das dann auch über andere Apps wie den Google-Übersetzer, DeepL und Co. Abbilden kann. Das funktioniert auch. Genau, im Chat kommt noch die Frage, die Live-Text-Funktion, ja, die ist tatsächlich abhängig vom iPad-Typ. Ich kann keine ganz valide Aussage machen, ab welcher Version das der Fall ist. Auf jeden Fall braucht es iPad OS 15, meine ich, und es hängt, glaube ich, auch noch mit dem iPad-Modell zusammen. Da weiß ich nicht, ob mir der Support dabei vielleicht helfen kann. Ansonsten checke ich das zum Ende nochmal. Also das war Funktion 1, die Live-Text-Version muss, Live-Text-Funktion muss aktiviert sein, die Live-Bild-Funktion, Entschuldigung. Als nächstes haben wir die Spracheingabe benutzt, das ist die Diktierfunktion, die findet sich auch unter Allgemein und dann unter Tastatur. Und unter Tastatur finden wir hier den Reiter Diktierfunktion aktivieren, der muss quasi mit diesem Button hier aktiviert werden. Und in den neueren iPadOS-Versionen wird auch automatische Interpunktion angeboten. Das heißt, wenn ich spreche, brauche ich nicht mehr diktieren an Punkt- und Kommasetzung. Das wird dann automatisch gesetzt. Ich kann auch mehrere Diktiersprachen einstellen. Das habe ich jetzt mal hier mit Ukrainisch und Deutsch gemacht. Das heißt, wenn mehrere Schüler einsprechen, erkennt das Gerät auch automatisch dann mehrere Stimmen oder mehrere Sprachen. Genau, ich gucke mal eben kurz in dem Chat, ob ich irgendwas übersehen habe. Genau, Diktierfunktion nicht verfügbar. Das ist so ein Klassiker, wenn die iPads über ein Mobile Device Management verwaltet sind, kann der Administrator dort das eingrauen, dass die Funktion nicht verfügbar ist. Das ist manchmal gar nicht extra eingestellt, sondern ganz oft aus Versehen. Also da einfach mal nachfragen, wenn das eingegraut ist,
ob das freigeschaltet werden kann. Ja, das sind die beiden Funktionen, die in der, im allgemeinen Bereich aktiviert werden müssen. Was wir noch genutzt haben, war dann die Sprachausgabe und das wird dann quasi jetzt in den Bedienungshilfen eingestellt. Hier ist der Bereich Sehen, wo die Sprachausgabe gefunden wird, ist hier unter gesprochene Inhalte. Und dort müssen auf jeden Fall diese beiden Funktionen aktiviert werden, Auswahl sprechen und Bildschirminhalt sprechen. Das macht erstmal möglich, dass das iPad überall, wo Text eingegeben ist, dann auch die Sprache digital ausgegeben werden können. Eine weitere Funktion, die wir jetzt eben noch nicht gesehen haben, die ich jetzt nochmal zeige, ist der Sprachcontroller. Das war auch eine Frage im Chat schon, ob man die Audioausgabe unterbrechen kann. Ja, das geht auch, am einfachsten mit dem Sprachcontroller. Dazu muss diese Steuerung eingeblendet werden. Jetzt kommt hier so ein zweiter Button dazu, dieser hier. Das ist quasi so ein kleiner Controller. Wenn ich hier drauf tippe, wird quasi so ein Anzeigefeld geöffnet mit einer Play-Taste. Und hier kann ich zum Beispiel die Geschwindigkeit einstellen, wie mir etwas vorgelesen werden soll. Das kann ich mal einmal kurz demonstrieren und gehe mal in die Bücher-App. Das ist quasi... ein bisschen Text haben, genau. Ich habe jetzt hier den Sprachcontroller und kann jetzt hier zum Beispiel auf den Finger tippen und gehe hier oben auf den Text. Projekt, deinen eigenen Schlagzeugwert erstellen. Denke an eine Stimmung oder eine Emotion, über die du einen Song schreiben möchtest. Produziere dann mithilfe der Methoden, die du zu... So, jetzt kann ich auf die Stopptaste drücken, was ich gerade gemacht habe. Dann hört das Gerät automatisch aufzulesen und jetzt kann ich hier auch die Sprachgeschwindigkeit einstellen. Also für jemanden, der ganz aufmerksam ist, kann ich es auf zweifache Geschwindigkeit stellen. Achtung. Ja. Dann eigenen Schlagzeug, wie an der Stelle, denke an eine Stimmung oder an die Menschen, über die du eins. Immer auf Pause, also sehr schnell. Was hilfreich ist für Schüler, kann die halbe Sprechgeschwindigkeit sein. Achtung, etwas gewöhnungsbedürftig. Song schreiben möchtest, produziere dann mithilfe der Methoden. So kann man die Vorlesefunktion nutzen und es wird einfach nochmal langsamer vorgelesen. Also wer Unterstützung benötigt, kann das hier ganz gut einstellen, sich den Text vorlesen lassen in verschiedenen Geschwindigkeiten. Das macht der Punkt gesprochene Inhalte. Was wir eben noch gesehen haben, war im Safari-Browser die Reader-Funktion. Das war das, was ich hier oben eingeblendet habe. Da einmal ausblenden. Also so sieht eine Internetseite ganz normal aus. Ich zeige das jetzt mal quasi mit der Werbung. Mal einen neuen Tab öffnen. Und auch hier kann ich natürlich jetzt die Spracheingabefunktion nutzen. www.spiegel.de. Nehme jetzt einmal die Spiegel-Online-Seite und akzeptiere das, weil ich jetzt zum Beispiel Nachrichten lesen möchte und öffne jetzt quasi mal diesen Bericht über schreckliche Erdbeben. Jetzt sieht man hier schon, es ist jetzt nicht freigegeben, weil es ein kostenpflichtiger Bericht ist. Das ist natürlich immer traumhaft, müssen wir mal eben schnell einen anderen nehmen. Hier sieht man das, das ist jetzt ein ganz normaler Artikel, den ich geöffnet habe und wenn ich jetzt die Reader-Funktion nutze, hier oben ist jetzt Werbung eingeblendet, gehe jetzt mal auf den Reader und blende den quasi hier ein, dann wird das auch ganz barrierearm aufgeführt, also so, dass der Text, die Werbung ist rausgeflogen. Man hat jetzt wirklich nur Text und nur die Bilder und kann das ganz barrierearm hier konsumieren und lesen und gekoppelt mit der Sprachausgabe jetzt natürlich auch entsprechend markieren und mir auch wieder vorlesen lassen. Also wer es benötigt für bestimmte Schüler, ist der Reader auf jeden Fall eine super Funktion. Man kann hier oben zum Beispiel auch den Text vergrößern und auch verkleinern. Also auch das kann man im Reader entsprechend anpassen oder auch zum Beispiel die Schrift noch ändern.
Wenn es um Übersetzungen geht, ist es auch möglich, jetzt zum Beispiel eine andere Sprache einzugeben. Ich nehme jetzt mal die Washington Post als Zeitung, englischsprachig, die jetzt hier geöffnet wird. Und logischerweise wird jetzt hier alles auf Englisch angezeigt. Und auch da kann ich jetzt den Reader nutzen, weil der jetzt eine Übersetzungsfunktion eingebaut hat. Hier steht jetzt automatisch, also er hat eine andere Sprache erkannt, kann ich das jetzt übersetzen auf Deutsch anklicken. Ich scroll mal eben ein bisschen runter, damit man das ein bisschen sehen kann. Ah, das ist das Äußerste. Also achten Sie mal hier unten auf den Text. Wenn ich jetzt auf Übersetzen auf Deutsch gehe, sollte sich das genau hier direkt ändern und die komplette Internetseite wird quasi hier auf Deutsch übersetzt. Also eine total hilfreiche Funktion, dass man auch im Browser direkt übersetzen kann. Wenn ich das wieder rückgängig machen will, tippe ich einfach hier wieder auf Original anzeigen. Ja, das ist ein kleiner Workflow, wie gerade Spracheingabe, Sprachausgabe und Reader-Funktionen als Bedienungshilfen, glaube ich, sinnvoll im Unterricht genutzt werden können. Jetzt wäre ich ein bisschen raus im Chat. Vielleicht frage ich nochmal meinen Support, ob ich irgendwas beantworten muss, was ich nicht gesehen habe. Nein, hast du nicht. Es gab nochmal die Frage, aber die wurde beantwortet, wenn man das in Englisch einstellt oder in anderen Sprachen, ob es da so hölzern klingt wie im Deutschen, da gab es dann die Empfehlung, den Sprachrhythmus anzupassen und dann jeder Text hat dann noch sein eigenes Gefühl. Also da einfach ausprobieren. Genau, Das ist ein kleiner Tipp zur Stimme dann vielleicht noch. Ich bin mal eben zurückgegangen in Bedienungshilfen und in die Auswahl-Sprechen-Funktion. Automatisiert sind unter Stimmen. Also ich gehe jetzt mal auf Deutsch und es sind die Standardstimmen immer aktiviert. Also wenn man jetzt hier die weibliche Stimme, wie ich habe, Anna, gibt es auch Anna erweitert. Und ich empfehle immer, die erweiterte Stimme zu nehmen, weil die etwas flüssiger spricht und dann auch anders intoniert. Also deswegen gerne immer die erweiterten Sprachpakete installieren. Genau, Assistive Touch kommt gleich. Da erzähle ich gleich, wie man den aktiviert. Also das war jetzt einmal ein Beispiel, wo viele Bedienungshilfen dabei sind. Vielleicht kann der ein oder andere das für seinen Unterricht nutzen. Jetzt möchte ich noch einige Funktionen vorstellen, die man aus meiner Sicht einmal wissen sollte. Vielleicht als erstes den Assistive Touch, weil der jetzt schon öfter nachgefragt war. Assistive Touch, für die, die später dazu gekommen sind, ist genau dieses Ding hier, den ich jetzt hier als digitalen Zeigestock benutze, der eigentlich eine andere Funktion hat und den findet man hier im Bereich Tippen. Und dann sieht man hier oben diesen Assistive Touch und wer jetzt ein iPad doch in der Hand hat, kann den einfach auf einstellen und dann erscheint dieser Punkt, den man gut als digitalen Zeigestock auch für Präsentationen, also wenn das iPad als Lehrergerät im Unterricht einsetzen und Schülern etwas demonstrieren wollen, können sie das wunderbar mit dem Assistive Touch durchführen. Eigentlich ist der Assistive Touch so eine Art Kurzmenü. Ich tippe mal in der Mitte auf den weißen Punkt. Dort kann man sich nämlich bestimmte Funktionen, so wie das Bildschirminhalt sprechen. Das ist dieser Sprachcontroller, der jetzt noch unten links in der Ecke liegt. Den kann man dort schnell einblenden und muss nicht durch die ganzen Funktionen navigieren und kann das dann etwas verkürzt eingeben. Genauso, wenn man noch ein Gerät mit Home-Button hat, so wie ich hier, kann man auch hier die Home-Taste drücken in Assistive in Lab. Je öfter ich das immer ausspreche, desto wuseliger wird das. Den Assistive Touch kann man auch hier quasi einen Home-Button generieren oder Bildschirmfoto, wo man sonst entweder zwei Tasten gleichzeitig drücken muss oder als Befehl über die Seite streicht, kann man das hier etwas kürzer durchführen. Wenn ich auf Bildschirmfoto klicke, wird so zum Beispiel auch automatisch ein Bildschirmfoto erstellt und ich kann mir das sparen. Jetzt war im Chat noch die Frage, wie die Kachel auf die Startseite kommt. Ne? Genau, man kann das über die Kurzbefehle hier eingeben und hier habe ich den Assistive Touch. Wenn der mich stört, tippe ich jetzt einfach hier drauf.
dann verschwindet der. Also das heißt, die Funktion ist ausgestellt und wenn ich wieder drauf tippe, kommt der automatisch. Das kann man in der App Kurzbefehle auf dem iPad einstellen. Das ist eh sehr sehenswert. Das wird, glaube ich, auch automatisch vorgeschlagen. Assistive Touch ein- oder ausstellen und dann kann man sagen, dass man das auf dem Home-Bildschirm sehen möchte. Das ist nämlich eine Funktion, die ich dann oft benutze. Das macht man hier dann in der App Kurzbefehle. Das am Rande. So, Assistive Touch haben wir aktiviert. Gehen nochmal wieder einmal zurück. Ich habe vorhin schon einmal kurz gesagt, für blinde oder stark sehbeeinträchtigte Schüler ist die Funktion VoiceOver die Sprachausgabefunktion, die bitte auf gar keinen Fall ungeübt ausprobieren, weil sich dort die Steuerung beim iPad tatsächlich ändert. Also der Bildschirm funktioniert dann über so eine Art Feldersteuerung und man bekommt immer die Befehle gesagt und muss dann quasi tippen. Also das ist nicht geeignet für mal eben schnell ausprobieren. Was sinnvoll ist auf jeden Fall, ist die Zoom-Funktion, die aktiviert werden kann. Es gibt verschiedene Zoom-Felder. Gerade für sehbeeinträchtigte Menschen kann das eine gute Unterstützung sein. Ich nehme jetzt mal hier so ein Zoom-Fenster. Das ist jetzt die kleinste Form. Man sieht das, wenn ich jetzt hier drüber scrolle, dass das dann entsprechend vergrößert wird. Ich kann aber auch den Zoom-Bereich nochmal ändern, also dass es nicht nur so ein kleines Fenster ist, sondern auch der ganze Bildschirm sein kann oder die Hälfte. Auch das ist am besten nur auszuprobieren, wenn man es wirklich benötigt. Kann eine gute Ergänzung sein, auch zur Lupe, die man auf dem iPad benutzen kann, wenn man halt Text letztendlich vergrößern möchte. Die Zoom-Funktion eignet sich dann dafür, für alle Sachen, die auf dem Gerät vergrößert werden müssen. Was ich grundsätzlich für viele Schüler empfehle, ist der Punkt Anzeige und Textgröße. Dort kann nämlich zum Beispiel fetter Text eingestellt werden. Ich nehme mal eben so ein bisschen hier die Funktion, dann sieht man den Unterschied, wenn ich ein paar Mal drauf drücke. Also, dass der Text einfach fetter dargestellt wird, das kann schon recht hilfreich sein. Und auch den Text einfach größer zu stellen, kann manchmal auch gerade bei jüngeren Kindern, Schülerinnen und Schüler notwendig sein. Also wenn ich den Regler jetzt weiter nach rechts stelle, sieht man das schon, dass es den Text einmal verkleinert oder auch entsprechend vergrößert. Und das funktioniert im besten Fall auch mit Drittanbieter-Apps, wenn man hier anklickt, wird quasi in vielen Apps, die das unterstützen, auch der Text dann größer angezeigt. Also nicht nur bei den Apple-eigenen Apps, sondern auch in Fremdanbieter-Apps, wenn man das einstellt. Einmal noch kurz was zum Farbfilter, den man hier sieht. Der Farbfilter ist total hilfreich. Den kann man einstellen für Rot-Grün-Schwäche, Grün-Rot-Schwäche, Farbenblindheit, wie auch immer man es nennen möchte. Wer vielleicht selber davon betroffen ist, kennt das. Man kann das hier technisch sehr gut unterstützen. Ich habe jetzt hier mal den grünen Rotfilter angehakt und hier unten gibt es einen Regler für die Intensität. Es ist quasi möglich, jetzt nach links und rechts die Farben, also grün oder rot, noch in den Vordergrund oder in den Hintergrund zu heben. Ich gehe mal in die Fotos. Dort kann man das ganz gut sehen, wenn ich das hier finde. So, das kennt man wahrscheinlich vom Augenarzt. Hier ist so ein klassisches Bild, das lässt sich jetzt über die Übertragung zu dem Mac leider nicht so gut darstellen, aber das ist halt eine grüne Zahl auf rotem Hintergrund und genau mit der Intensität, wenn ich jetzt nach links oder rechts gehe, kann ich quasi den Farbhintergrund darstellen. Also für jemand, der da wirklich eine Rot-Grün-Schwäche hat, kann diese Bedienungshilfe des Farbfilters total hilfreich sein, weil ich das damit quasi technisch lösen kann. Das macht der Farbfilter. Was wir auch schon mal gemacht haben, ist Graustufen anzuhaken. Dann wird das ganze iPad quasi in den Schwarz-Weiß-Modus gesetzt. Bei Schülerinnen und Schülern aus dem Autismus-Spektrum, die vielleicht total reizoffen sind, kann es auch manchmal hilfreich sein, das einfach schwarz-weiß abzubilden. Also einfach mal ausprobieren. Das ist der Farbfilter. Gehen wir eben einmal zurück. Das waren fast alles Sachen, die hier oben zu dem Bereich Sehen dazugehören.
Den Assistive Touch hatten wir eben schon in physisch und motorisch. Ich möchte auf jeden Fall noch ein Wort verlieren zur Schaltersteuerung. Das ist nämlich jetzt was für alle, die recht speziell unterwegs sind und vielleicht auch aus dem Förderbereich kommen, für körperlich und motorisch sehr eingeschränkte Menschen gibt es auch die Möglichkeit, ein iPad zu bedienen, nicht per Touch, was man ja eigentlich machen würde, also das heißt Finger auf das Gerät, sondern es gibt auch die Möglichkeit, externe Taster zu verbinden. Ich zeige das mal hier auf dem Foto, so sieht das quasi aus. Die Schaltersteuerung macht es dann halt möglich, dass man hier so ein Interface benutzen kann. Dieses Interface ist quasi die Schnittstelle, dass diese externen Taster vom iPad erkannt werden können. Und das hier hinten sind quasi die Empfänger von diesen beiden Tastern. Also das heißt, diese Apparatur hier braucht man nur zum Anschließen, aber nicht zum Nutzen. Und diese beiden Taster kann man so einstellen, dass das komplette iPad auch mit diesen beiden Schaltern gesteuert werden kann über das sogenannte Enter- und Space-Prinzip. Das kann ich mal hier laufen lassen. Im Hintergrund kann man das in dem Video ganz gut sehen. Wenn die Schaltersteuerung aktiviert ist, wird hier oben jetzt so ein Feld dargestellt und mit diesen beiden Tastern kann man jetzt über das iPad navigieren und man wählt quasi, also mit Rot wähle ich jetzt quasi den Bereich aus. Und mit Gelb bestätige ich das gleich und mit Rot kann ich jetzt wieder auswählen und so über das iPad navigieren, bis ich dann dazu komme, diesen Befehl auszuführen. Also auch sowas ist möglich mit der Schaltersteuerung, dass man das über Taster steuern kann. Genauso was ist möglich. Hier ist jetzt zum Beispiel von einer Augensteuerung. Also das heißt, dass auch das iPad mit einer eingebauten Erkennung, hier sieht man das, in der Hülle ist das dann eingebaut. Es gibt mittlerweile aber auch Aufsätze dafür, dass die Pupillen registriert werden und dass man durch einfaches Schauen auch den Cursor auf dem iPad steuern kann. Also auch sowas ist mit den Bedienungshilfen möglich. Zu Bedienungshilfen gehören auch verschiedenste Stifte, die man hier sehen kann. Das ist nur eine kleine Auswahl vom Original Apple Pencil oder hier vom Logitech Crayon hin zu solchen Stiften für Menschen, die sehr stark eingeschränkt sind, können sowas quasi auch in die Hand nehmen als Faustgriff und können damit navigieren oder auch solche Aufsätze als Schreibhilfe sind natürlich auch mit diesen Digitalstiften quasi zu benutzen. Genau, was haben wir hier noch? Das zeige ich auch immer noch mal ganz gerne, weil das jetzt keine klassische Bedienungshilfe ist, aber das sind auch alles Dinge an externer Peripherie, die man quasi ans iPad anschließen kann. Hier sieht man quasi ein iPad Lightning auf USB-Adapter, wo alle externen Geräte mit USB-Anschluss angeschlossen werden können. Also das hier ist eine Klevi-Tastatur, die kommt jetzt aus dem Reha-Bereich. Die wurde ursprünglich an einem Computer angeschlossen. Die kann auch einfach so an ein iPad mit diesem Adapter angeschlossen werden und funktioniert auch automatisch. Das ist auch ein totaler Vorteil an diesem Setting, was ich hier für eine Schülerin immer aufgebaut hatte. Also das iPad ist hier quasi nur in Anführungsstrichen der Monitor. Sie schreibt dann über die große haptische Tastatur und mit der entsprechenden App, das hier ist die Schreiben HD-App, die spricht die Buchstaben und Silben und Wörter dann lautgetreu aus, kriegt man gleich auch eine auditive Rückmeldung. Also das heißt, ich gebe es an der Tastatur ein und kriege eine auditive Rückmeldung, auch sowas ist dann möglich, das iPad so zu nutzen und es anzuschließen. Das geht übrigens auch mit Trackballs und mit Mäusen und mit allen Dingen, die per USB angeschlossen werden können. So, jetzt sehe ich im Chat noch eine Stiftfrage. Genau, dieser dicke Stift war das, ne? Ja, man kann die, sage ich mal, über Suchmaschinen suchen, also Tablet-Eingabe
Stift, dann wird man das finden. Ich hinterlasse aber meine E-Mail-Adresse gleich nochmal in dem Chat. Dann kann man mich danach auch gerne nochmal anschreiben. Dann gebe ich dazu gerne noch ein paar Hinweise. Ja, die App, die man jetzt hier sieht, das ist die Schreiben SD oder HD. Das wechselt immer, weil eine App ist grundsätzlich, warum auch immer, nicht im App Store enthalten. Ich kann mal eben einmal kurz schauen. Genau, Schreiben HD müsste das sein. Die kann halt Folgendes. Hat man, glaube ich, gehört, immer wenn ich die Buchstaben eingebe, wird automatisch der Laut ausgesprochen. Und wenn ich das ganze Wort eingegeben habe und die Übertragung funktioniert, Schule. Genau, wird auch das ganze Wort gesprochen. Jetzt wird logischerweise meine Bildschirmtastatur angezeigt. Wenn ich jetzt eine externe Tastatur anschließe, fällt die Einblendung hier von der Bildschirmtastatur dann auch weg. Genau, das zur Peripherie. Nochmal kurz in die Bedienungshilfen. Bereich Sehen, physisch und motorisch. Es gibt noch ein paar mehr Einstellungen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, aus welchem Bereich sie alle so kommen. Was ich damals total hilfreich war, ist auch in dem Bereich Tippen nochmal, dass es jetzt Touch-Anpassungen gibt. Es ist halt jetzt möglich, die Haltedauer zu verändern. Genau, hier sieht man das, dass man die Haltedauer, das ist gerade bei Schülern mit einer Spastik oder die motorisch das nicht so genau ansteuern können, die dann drauf tippen und dann vielleicht nicht genau da landen, wo sie eigentlich tippen wollen, kann man durch die Haltedauer zum Beispiel ermöglichen, dass man die Hand danach nochmal rüberziehen kann und nicht sofort eine App öffnet, sondern dadurch wird es quasi verzögert. Ich kann nochmal nachjustieren und erst dann öffnet sich dann quasi die App. Sowas kann man mit der Haltedauer einstellen. Das ist dann bei motorischen Einschränkungen total hilfreich. Genau, hier haben wir eigentlich alles durch. Der Bereich Hören ist jetzt so nicht mein Spezialbereich. Was ich aber weiß, ist, wenn Sie Hörhilfen nutzen, also Hörgeräte zum Beispiel, macht es auf jeden Fall Sinn, darauf zu achten, Schülern zu empfehlen, dass sie eine Hörgerätekompatibilität aufweisen. Also das heißt, dass die Hörgeräte dann direkt mit dem iPad verbunden werden können, was natürlich dann eine ganz andere Möglichkeit vom Klang haben soll. Das habe ich mir sagen lassen, dass wenn man das macht, dass es doch sehr gut funktioniert. Es gibt auch die Funktion, dass automatisch Untertitel erstellt werden. Das kann man auch einstellen. Ich glaube, dass es im englischsprachigen amerikanischen Raum dort schon etwas besser funktioniert als hier. Da soll quasi in den Versionen schon das so eingestellt sein, dass automatisch quasi Untertitel erstellt werden, wenn zum Beispiel im iPad Inhalte per Audio wiedergegeben werden. Auch das kann eine sehr hilfreiche Funktion sein. Was ich zum Schluss noch mal einmal zeige, ist der geführte Zugriff, der sich, glaube ich, auch eher an die Förderschulfraktion richtet, wenn die Geräte ja zwar über ein Mobile Device Management ausgegeben werden, aber man dann noch mal ein paar Einstellungen durchführen möchte. Gerade bei sehr reizüberfluteten Schülerinnen und Schülern kann der geführte Zugriff recht hilfreich sein, weil man dort quasi eine App einfrieren kann, dass nur diese eine App genutzt wird. Dazu muss der geführte Zugriff aktiviert worden sein und man kann unter den Code-Einstellungen dann entweder per Touch-ID, was ich nicht empfehle, wenn mehrere Kollegen mit einem iPad arbeiten, sondern wir arbeiten da immer mit Zahlencodes, die man hier eingibt und nochmal bestätigt. Jetzt habe ich quasi den geführten Zugriff aktiviert. Drücke auf den Home-Button und wenn ich jetzt möchte, dass Schüler XY auch nur in der App Bücher unterwegs ist und etwas lesen soll und nicht noch, sobald ich den Raum verlasse,
oder mit den Schülern nicht mehr vis-à-vis bin, die YouTube-App oder ähnliches öffnet, kann ich jetzt quasi das iPad hier einfrieren. Indem ich jetzt dreimal auf den Home-Button klicke, sieht man jetzt die Einblendung, dass der geführte Zugriff gestartet ist. Und was passiert jetzt, wenn der Schüler jetzt doch aus der App entfliehen möchte, muss er auf den Home-Button klicken. Und wenn er das jetzt tut, wird hier oben das hier eingeblendet. Also das heißt, eigentlich könnte man jetzt die App wechseln, das geht aber nicht, weil die App quasi jetzt durch den geführten Zugriff gesperrt ist und erst durch dreimaliges Drücken auf dem Home-Button kann man aus der App wieder entschwinden. Dazu muss ich jetzt den Code eingeben und hier kann ich dann sagen, dass ich den geführten Zugriff dann entsprechend beenden möchte und dann kann ich aus der App wieder hinaus. Was gerne genutzt wird, auch Klassiker, glaube ich, im Förderschulbereich GE, wenn das iPad auch nochmal ja, etwas für Pausensituation oder Verstärkung eingesetzt wird, dass man hier, na, ich bin immer ein Fan von Pädagogik First, also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Man kann aber bei manchen Schülern macht es dann Sinn, hier auch ein Zeitlimit einstellen, wenn ich sage, okay, jetzt noch 5 Minuten, dies und das mit dem iPad, kann ich hier auch eine Zeitbegrenzung in dem geführten Zugriff starten und erst dann schaltet sich das Gerät jetzt hier, wenn ich das aktivieren würde, nach 5 Minuten quasi wird es schwarz und kann nicht weiter genutzt werden. Erst durch Eingabe des Codes kann ich das entsprechend dann auch beenden. Also, da das alles händisch eingegeben werden muss, muss man sich genau überlegen, ob man das benötigt. In meinem Setting benötige ich das öfter. Kann auch sein, dass Sie manche Funktionen dann über die Classroom-App oder über Jamf Teacher, falls Sie die Geräte mit Jamf verwalten, benutzen können, ist halt eine Funktion, die man direkt auf dem iPad nutzen kann. So, gehe ich mal auf Beenden.